Hallo, liebe Deutschlernende. Gestern habe ich euch eine Schildkröte gezeigt und das hat mich zum Nachdenken gebracht, denn es gibt sehr viele schöne deutsche Wörter für Tiere, die eine Zusammensetzung sind aus zwei Wörtern. Ja, es gibt zum Beispiel auch die Beutelratte, ja, die Beutelratte, ja, Opossum, ja, Beutelratte, ja, das ist eine sehr große Ratte, das Opossum, das ist eine Beutelratte. Es gibt auch den Ameisenbär, ja, einen Ameisenbär, das ist eigentlich gar kein richtiger Bär, aber es ist ein Tier, das Ähnlichkeiten mit dem Bär hat und das Ameisen frisst. Ja, es gibt diesen Witz, zwei Tiere treffen aufeinander und das eine Tier sagt, ich bin ein Wolfshund, mein Vater war ein Wolf und meine Mutter war eine Hündin. Und was bist du? Ich bin ein Ameisenbär, sagt das andere Tier, ja. Ich hoffe, du verstehst den Witz. Natürlich ist der Ameisenbär natürlich nicht das Kind einer Ameise und eines Bären, sondern ein Ameisenbär ist ein Tier, das Ameisen frisst. Ja. Es gibt es noch Beutelratte, Ameisenbär, es gibt viele, viele lustige Tiernamen. Wir nehmen die Dinge manchmal sehr wörtlich. Ja? Wir bezeichnen die Dinge oft sehr wörtlich. Ja? Wie zum Beispiel das Wort Flugzeug. Ja? Ein Ding, was fliegt, ja? Ein Zeug, irgend so ein Zeug, das fliegt, also nennen wir es Flugzeug. Ja? Oder Wörterbuch. Ja? Ein Buch mit vielen Wörtern drin. Wir sagen einfach Wörterbuch. Und das lustigste Wort meiner Meinung nach ist Brustwarze, ja, Brustwarze, das ist das hier, ja, das hier und das hier ist meine Brustwarze, ja, also auf Englisch Nippel und ja, es sieht ein bisschen aus wie eine Warze und deswegen sagen wir im Deutschen Brustwarze. Es ist nicht besonders sexy, das Wort, aber das ist das deutsche Wort für eben dieses Ding, ja. Brustwarze. Und so gibt es viele deutsche Wörter, ja, eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern, die eigentlich Sinn ergeben, aber vielleicht gar nicht so, so gut sich anhören. Aber sie sind sehr lustig, meiner Meinung nach. Ja, was ist dein Lieblingswort, das eigentlich aus zwei Wörtern besteht? Ich bin gespannt. Schreibe mir einen Kommentar. Bis dann!